Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir die Kobo-Brüder besiegt. Die sind wirklich Crash Bandicoot 2 exklusiv. Haben im Team gegen uns angetreten, aber hatten keine Chance gegen Crash. Haben wir noch wirklich ein wirklich sauschwieriges Flusslevel. Da blieb mir der Atem manchmal stehen. Und wieder ein geniales Kanalisationslevel. Doch jetzt werden wir wieder gequält. Mit einem Bärenlevel. Das erste Bärenlevel war wirklich nicht schwierig. Aber ich weiß, dass die Entwickler jetzt richtig abgehen werden. Ne? Das erste Level war so leicht, jetzt müssen sie hier richtig abgehen. Jetzt müssen sie so richtig asozial sein und ich glaube, das werden sie auch hier. Wir werden Game Over gehen, wir haben nur 6 Leben oder so. What the fuck? Ist kein Bärenlevel? Ah doch, da wartet er schon. Knut! Oh, da ist er. Zack. Okay. Ein Bärenlevel zählt immer richtiges Timing. Schnell gucken und schnell reagieren. Das ist nicht immer einfach. Ja, das mit der Wahl habe ich raus. Oh, kann der Killer war. Da bleibt uns doch keine Wahl. Wen wählen wir? Eine SPD-CDU-Piratenpartei? Die Piratenpartei. Warum nicht die Piratenpartei? Checkpoint verpasst. Ernsthaft? Hast du jetzt wirklich den Checkpoint verpasst? Du Spast. Nee, das kann nicht sein. Ich habe den Checkpoint nicht verpasst. Gott. Damn it! Kannst du so weit überhaupt springen? Okay, Knut, du bist awesome. Du bist awesome. Lass sie nicht abschrecken. Du kannst es, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Checkpoint, Checkpoint. Yes. Erst Checkpoint, Kiste nicht gekriegt. Warum brauche ich auch nicht? Komm ja bis zur zweiten. Ah. Ah, damit. Ah. Falsch predicted. Gott. Ah, guck, Knut. Was machst du da? Bodencrash. Liegst du da immer gerne so rum? Okay, boah. Der, nein, oh, keine Killerwahl. Wenigstens nimmt er ihn mit in den Himmel, ne? Gott. Ein Kuscheleisbär. Hätte ich mich auch gerne als Kuscheltier. Ah, er ist schon ganz süß, ne? Ah, der Kristall, den müssen wir mitnehmen. Ansonsten kann ich mich gleich umbringen. Alter, es ist nicht so schwierig, das Level, aber einmal falsch gedacht und schon verkackt. Hat wirklich sehr wenig Reaktionszeit. Man kann das auch alles auswendig lernen, so wie ich es bei Crash Bandicoot 1 gemacht habe mit dem Wildschwein leveln. Holy shit, was wow! Was wow! Habe ich den überhaupt berührt? God damn it! Ich will es schaffen, ich will es schaffen, wir sind schon so weit gekommen. Wir sind schon so weit gekommen. Ah, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich glaube an mich. Nein, eigentlich tue ich das nicht, aber trotzdem, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin! Jetzt, so weit wie nie. Checkpoint! In 1! Dann macht ihr gut, das macht ihr gut, ihr seid ganz stark. Ihr seid ganz stark. Vicky und die starken Männer. Nee, das ist wieder eine andere Geschichte. Ah, heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Nein! Ich dachte, ich mal so. Gott, ich bin jetzt mal so. Der guckt da und schwimmt eine Runde. Immerhin ein Sche. Wir haben noch 6 Leben. Chill dein Leben. So, wo kam jetzt diese Stelle? Wo kam sie? Nee, hier noch nicht. Aber jetzt, oder? Genau, okay. So schwierig sind nicht. Das ist alles gar nicht so hart. I feel hardcore. Always hardcore. What the fuck? Okay, Nitro kaputt machen. Da bringt nichts, wir haben eh nicht alle Kisten. Holy shit, wenn wir hier alle Kisten... Wobei, nah dran. Wir haben es geschafft. Das war mal wieder nice. Schöner Beginn hier im Part. Hätte ich auch noch den letzten Part machen können. Ich wusste ja nicht, dass es, ich sag jetzt mal ganz provokant, so leicht wird. Nee, ganz im Ernst, es gibt so viele Crash Bandicoot-Spiele und die Eisbär-Level sind sowas von schwer eigentlich. Und den zweiten Teil finde ich die noch recht einfach. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird, aber Road to Ruin! Die Straße zum Ruin! Werden wir jetzt arm oder was? Verlieren wir unser ganzes Geld? Straße zum Ruin? Oder ist es eine Ruinstraße, ein Ruin-Level? Ich mag die Ruin-Level nicht. Die sind super schwer. Man erinnert sich an Crash 1. Man erinnert sich an Crash 1 und ich krieg direkte Krise. Vor allen Dingen krieg ich doppelte Krise, weil ich nicht gespeichert habe. N1, super geil. Oh, ist aber echt wie in Crash 1. Genau so designt. Da kann ich nicht rüber. Da fehlen irgendwelche Blöcke. Da muss ich erst so einen Aktivator finden. So eine Ausrufezeichen-Kiste, ne? Du Maus. Mickey Maus. Hallo, hier ist Mickey Maus.
Die Mickey-Stimme aus Kingdom Hearts 2, die war schon epic. Geht es weg? Nö. Warum sehen die so skurril aus, die Plattform? Boah, die machen doch irgendwas, diese Ratten oder Mäuse. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Nö, mal Keifer draufspringen. Was sind denn das für Lappen? Aber die waren assi. Die kenne ich nicht, nur aus den Advanced-Teilen. Ja. Kann man nur mit einer Grätsche besiegen. Das war so fail gerade. Ich hätte einen Aku Aku haben können. Und was macht der Affe da? Dieses Affenface. Guck mal, es verfolgt uns. Ich beobachte dich, Crash. Es gibt hier auch später die... Danke. Es gibt hier auch später die, Scorporillas. Alter, Alter, Alter. Bei Crash of the Titans. Und bei Herrscher der Mutanten, der schlechtesten Crash-Bandy-Spiel ever. Aber nee. Crash of the Titans finde ich richtig nice. Habe ich schon in Crash Bandicoot 1 gesagt, aber den Nachfolger. Nee, das geht gar nicht. Habe ich nicht gern gespielt. Aber was ist denn das hier alles? Wo ist dieser Schalter, dieser Aktivator? Man weiß nicht. Aber ich finde es so ein Ruinenlevel sehr einfach. Ich bin von Crash 1 abge. Sowas darf man nicht sagen. Aber lol, mehr Glück als Verstand und stirb. Ey, ich bin echt von Crash 1 abgehärtet. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ja, und da ausruht sein Block natürlich. Und da wird alles zurücklaufen, ne? Weil ich's kann. Nee, Freunde. Wer hier wirklich die Kisten haben will, der soll sie sich holen. Ich nicht. Ja, ich glaube, diese große Plattform, die wir jetzt auch sichtbar und die würde uns zu einem Bonus führen. Schätze ich jetzt mal einfach so. Oder zum Secret. Wer weiß. Ich bin echt von Crash 1 abgehärtet, weil da waren die Ruinenlevels sowas von fies. Und das hier ist echt ein Witz dagegen. Ich bin jetzt mal echt zu arrogant, überhaupt ist einfach so. Das darf man nie im Let's Play, weil dann failt man sofort. Aber bislang nicht. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Es geht. Es geht. Es geht. Es läuft. Die Nase läuft. Und nee, hier ist der Bonus. What the fuck? Dem wäre es echt ein Secret gewesen oder so. Naja, I don't care. Es stresst so ein bisschen das Level, das muss ich schon sagen, aber es geht. Wow, 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 der Bonus sieht doch ein bisschen bedrohlich aus hier über den Abgrund, ne? Und ich find's lustig, dass man den ursprünglichen Levelverlauf noch weiter sieht. Was zur Hölle? Verarschen kann ich mich alleine, liebe Freunde. Ihr habt's gesehen, ich habe diese ausgezeichneten Kiste berührt. Und normalerweise hätten alle durchsichtigen Blöcke zu normalen Blöcken werden müssen. Aber es war nicht der Fall. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Ach, darum, ihr Assis. Was? Warum spielt man jetzt hier Spielchen mit mir? Ach, das ist extra so. Ich bin drauf reingefallen. Ich hab die Troll aus dem Entwickler. Ich dachte nur, diese Quadratplattform gehen ins Nichts runter. Ich find's auch nice, ne, wie man hinter uns so Schatten sehen kann, so richtig Silhouetten-like, wie in Donkey Kong Country Tropic Freeze oder Returns. Was haben wir hier schon gemacht, in Crash Bandicoot 2? Nice. Natürlich nicht ganz genauso, ne, wie in Donkey Kong. Boah, wir haben wieder 11 Leben, von nichts auf 11 Leben wieder zurück, das ist awesome. Ich habe meinen Skill wiedergefunden. Schaut euch mal den Anfang des letzten Parts an. Und jetzt diesen Part. Man bemerkt einen Unterschied. Langsam wirkt das Red Bull, glaube ich. Das ist es einfach, weil mit Red Bull hat man einfach mehr Skill. Es ist so. Wollen manche nicht glauben, aber es ist wirklich so. Und durch. Ah, yeah. Gorilla Faces. Für mich sind es immer noch die Scorpogorilla. Es gibt keine anderen Affen in Crash. Doch. Den meine ich nicht. Gorilla Roo aus Crash Bash. Mein Lieblingscharakter in Crash Bash. Ist auch ein Affe. Soll irgendwie so ein Bösewicht sein, aber der taucht in keinem anderen Crash-Spiel auf. Oh, shit. Kann die ja nicht besiegen, diese Affen? Diddy Kong, willst du was? Diddy! Wir haben es geschafft. Fast First Try, ist das krass. Das ist bestimmt ein richtig schwieriges Level hier mit der Ruine. Aber ich skill mich hier durch. Entweder ich bin wirklich von Crash 1 immer noch in Übung und abgehärtet, oder Donkey Kong Country Tropic Freeze hat mich richtig zum Meister gemacht. Ganz im Ernst, Tropic Freeze war viel, viel schwerer als das Spiel. Dreimal so schwer bis jetzt, finde ich. Viermal so schwer. Ganz im Ernst, ich habe hier nun, ja, okay, das erste Level dieser Welt, das war wirklich schwierig. Aber der Rest, alles machbar. Herr Nachbar ist gleich, spiel nicht 100%, aber trotzdem.
Trotzdem, Crash ist eigentlich auch so mal ziemlich schwierig. Ja gut, Crash Bandicoot 3 geht, finde ich. Ist gar nicht so schwer. Aber naja. Unbearable! Schon wieder Bärenlevel, ernsthaft? Das glaube ich jetzt nicht. Falls ja, dann finde ich das nicht so epic. Weil ich glaube, dass du dann... Ach. Es gibt liebe Bären und es gibt böse Bären. Wir kennen ein bisschen lang nur Knut. Ich glaube, ich weiß, was hier auf mich zukommt. Knut hat nicht noch einen Vater. Da ist er. Ich wollte Knut nicht einmal umbringen. Nee, sowas nicht gemeint. Das muss ein Missverständnis sein. Das muss ein anderer Boltendachs gewesen sein. Es gibt keinen anderen Boltendachs. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. What the fuck? Einfach durch. Was bist du denn für einer hier? Leguan oder was? Leck mich! Fick bitte Scheiß! Yes! Erster Abschnitt geschafft! Epic! Denn das ist der große Eisbär, wie er hier festdeckt! Opfer! Trotzdem, dieser große Eisbär hat noch einen Bruder und der Bruder verfolgt uns jetzt! Wir seinen anderen Bruder getrollt haben! Die Eisbären halten zusammen! Together forever! Oder so ähnlich! Oh, wir haben den ganz schön gut schon abgehängt. Sowas darf man nicht sagen. Da ist er schon wieder. Danke, dass du in jede Bombe reinläufst, Crash. Du hast echt Skill. Apropos Skill. Noch kein Fail, was da los ist. Es ist nicht typisch. Hier schon der Kristall. Ernsthaft, was ist denn mit mir los heute? Ich spiele gleich I Wanna Be The Guy und First Try ist, ey. Wenn ich das wirklich schaffen würde, Freunde, würde ich zu jedem Abonnenten gehen und die Füße abküssen, ey. I wanna be the guy first try. Noch nie gespielt und so. Soll ich da denn hochkommen? Lol, es ist nicht möglich. Dieser Skill, den ich gerade besitze. Ja, gibt es einen Skill, aber es ist wirklich krank. Ihr wisst, wie. Einmal gefailt. Kein schlimmer Fail. Ihr wisst, wie oft ich fail in Jump'n'Runs. Aber was ist denn heute los? Das bin doch nicht ich. Das ist... Da hat mir wer irgendwas reingemischt ins Red Bull oder ins Essen, was weiß ich. Das ist ja nicht normal. Es ist nicht normal. Der macht auch hier einen Bonus mal raus zum First Try, ne? Außer den einen, da haben sie mich halt getrollt. Nitro-Kisten kaputt. Jetzt am besten noch hier einen Kristall einsammeln, ne? In der Welt... Ne, den Edelstein meine ich. Kristall ist es ja nicht. Kristall haben wir schon, das ist der Pinke. Wusste das nicht. Okay, ein Failure, mein Gott. Das kann ja auch mal passieren, ne? Das war fies. Weil so ein Gitter und dann direkt eine Fallgrube, das gefällt mir nicht. Boah, wie nah der schon ist, ne? Verpisst euch. Ich hab doch Gewehr mit! Er grinst sich so. Arschloch. Mann. Dein Bruder, er sitzt wieder fest, er hat geschmort. Ja, kann ich nur drüber lachen. Oh, jetzt wird er noch aggro. Was ist das für kooperativ? Egal. So, ihr Arschlöcher wieder. Ist ja gut. Beruhig dich. Fuck. Schwer. Das ist jetzt offiziell schwer. Das ist jetzt offiziell krank. So, was kam jetzt? Die Leguane. Es schwierig, das abzuteilen, weil die sich auch bewegen. Goddammit, kann man denn nicht da drauf springen? Ich versuche jetzt da drauf zu springen. Okay, der Anfang, den habe ich langsam intus. Und jetzt obligatorisch in den Fallgrube springen. Das wäre immer wieder so typisch. Komm, Leguan. Okay, abgehängt. Wann kam der Schocker? Okay. Durch. Wo ist mein Schnuller? Du Arschleben, du blödes Leben, wie sich ein abgrinst, ne? Okay, haben wir's wissen. Ein Leben gewonnen und ein Leben verloren. Das Leben des Todes! Jetzt gibt es natürlich kein Leben mehr. Ja, das liebe ich immer bei Crash. Schön sozial die Entwickler sind. Ich halte mal kurz meine Fresse. Einmal Til Schweiger. Ich will es mal mit Til Schweiger probieren. Okay, man kann auf die Gegner offiziell draufspringen. Aha.
Ah, hier war auch noch eine Fallgrube. Jetzt Laser. Mhm. Das ging jetzt eigentlich. Da muss man erstmal hier und dann durch. Okay. Und wir haben's. Nee, nur ein Checkpoint. Scheiße. What the fuck? Mit Knut vor seinem Vater wegrennen? Ja, mit Knut vor seinem Vater wegrennen. Der hat mir meine Spielekonsole weggenommen, meine Playstation, mein NES. Und jetzt will ich weg von zu Hause. Ich mach das nicht mehr mit. Kann man verstehen, Knut. Kann man verstehen. Man kann es wirklich verstehen. Alter. Ist mal gut. Das Level ist krank. Ich will zuerst mal mit Knut wirklich die Laser da zerstören. Und jetzt in der Kanalisation und einfach weg. Eines der schwierigsten Level des Spiels bis jetzt. Unbearable. Boah, krass. Und, ganz ehrlich, wir schaffen noch den Boss. Crash, du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir... Meine Feinde? Sind doch unsere Feinde. Er wollte natürlich sagen, meine Truppen. Ja, aber was bringt es denn, wenn der Crash jetzt umbringt? Weil scheinbar sind es ja wirklich seine Truppen. Und was haben sie noch, wenn sie Crash umbringen? Dann hat er nicht seine Kristalle, ganz im Ernst. Komisch. Egal. Den Boss gibt es auf jeden Fall noch. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Ich weiß, dass es noch Engine kommt. Wer hätte es gedacht? Und ich weiß, dass es noch Cortex kommt. Wer hätte es gedacht? Kein Spoiler. Hätte es in der ersten Sequenz gesehen, Part 1. Dass Engine und Cortex dabei sind. Aber wer ist jetzt noch dabei? Von Ripper Roo und Commodore Bros wusste ich es. Aber wer ist jetzt da? Ich weiß echt nicht mehr. Hä? What the fuck? Habe ich ein Level vergessen? Ich dachte, es geht zum Boss. Hä? Bin ich jetzt falsch gemacht? Und wie komme ich wieder weg? Scheiße. Wie kommt man denn wieder jetzt weg? Okay. Wahrscheinlich muss ich hochdrücken. Aha. Okay, das war ein Fail. Voll geschockt gerade. Jetzt bin ich echt gespannt. Wer ist der Boss? Tiny Tiger? Ernsthaft? Ich dachte, hier gibt's erst ein Crash 3. Wow. Gar nicht mitgerechnet. Und der Kampf sieht richtig schwer aus. Normalerweise ist der immer der erste Endboss. Und der leichteste Endboss, aber... Ja. Tiny Tiger. Ein sehr starker Mutant. Tiger mit Muskeln. Einer von Cortex Lieblingsmutanten, muss man sagen. Aber wie besiegt man ihn hier? Wie besiegt man ihn hier? In Crash Bandicoot 3 war der wirklich sehr leicht zu besiegen. Ach so, er ist selbst runtergefallen. Lol, was für ein Lappen. Wir müssen jetzt hier auf diesem Plattformer lang sehen. Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Am besten ist, man bleibt wirklich immer in Bewegung und springt dahin, wo man auf jeden Fall hinspringen darf. Nicht auf rote Plattformen und nicht da, wo Tiny steht, logischerweise. So, ein bisschen mal vorausschauen schon. Ah, er hat schon wieder Leben verloren. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist wirklich nicht schwer. Kann ihn auch so ein bisschen in die roten Plattformen locken, aber muss schon ein bisschen präzise springen. Es ist der schwierigste Bosskampf bis jetzt, ganz klar. Oh, chill dein Leben. Chill dein Leben, what the fuck? Das zählt als unser Tod. Ja, da war nur eine sichere Plattform. Es ist krass, es ist krass. Aber schön, der Bosskampf gefällt mir. Na, das war mein Fail. Ich bin hier in der Enge getrieben worden. Ey, der ist nice. Der ist nice. Gerade richtig vor Anspruch. Und ich mag diesen Sound. Erinnert mich so ein bisschen an Ape Escape. Unbedingt Ape Escape anschauen, falls ihr es nicht kennt. Wobei das Let's Play ist grottenschlecht, muss man irgendwann reloaded werden. Oh mein Gott, der Kampf gegen Tiny Tiger, echt. Ich mag Tiny, ich mag ja auch Tiger. Fuck, 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 fuck. Und tschüss! Geh baden! Geronimo! Wie er wieder hochschwebt, ne, mit seinem Lifter. Oh! Tiny böse. Okay, am besten so mittig aufhalten. Mhm. Ja. Mal gucken, was wirklich weggeht. Müssen ihn irgendwie... da
reinkriegen in so ein rotes Feld, dass er nicht stürzt. Das ist nicht so einfach. Und hier, man muss so präzise eigentlich springen, ne? Die ganze Zeit. Und wenn er, der behindert auch manchmal die Sicht, weil er so breit ist, ne? Er hat so viele Muskeln. Und großen, breiten Oberkörper. Oh Gott. Ja, hallo, kommt da jetzt auch mal mehr weg? Wir wollen hier nochmal fertig werden. Am Ende sterbe ich dann wieder, wenn mehr wegkommt. Ja, super auch. Vielen Dank auch. Schön. War eh gerade ein Bug oder so. Es ging nur noch eine Plattform immer weg. Das ist endlos gewesen. Deswegen habe ich mich natürlich freiwillig umgebracht. Ganz klar. Ich weiß echt nicht, nach welchem Muster das geht. Aber mir gefällt es echt. Ist zwar so schwierig, aber... So, jetzt schauen wir mal, wo springt er lang. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob es hier eine spezielle Taktik für gibt. Ich hab's jedenfalls nicht raus. Bis jetzt noch nicht. Ob man da immer einen Rand lang springen soll? Ja, wie, bitteschön. Ach komm, da hat er mich wieder in den Mangel gehabt. Boah, der Bosskampf ist doch sau schwer. Echt. Fuck! Jetzt kriegt der Fahrt noch Überlänge wegen Tiny Tiger. Ich fass's nicht. Einen anderen Crash spielen, das ist immer geschenkt gegen den. Aber hier. Ein Crash of the Titans. Das ist ja ein bisschen von einer Ufer. So einen schwulen Akzent. Oh, er kann diagonal springen. Schön, dass ich das auch mal erfahre. Schön. Echt. Danke. Danke, Spiel. Ich habe es eben gerade noch gesagt, er kann diagonal springen, aber nein. Ich bleib stehen. Oh, goddammit. Es ist wirklich nicht einfach. Vielleicht sogar der schwierigste Bosskampf des Spiels. Ich weiß nicht mehr, wie Engine war. Ich weiß nur, wie Cortex war, Alter. Das war knapp. Das war mehr als knapp. Freunde, ich kann ja auch diagonal springen, aber jetzt nochmal gesehen, nur so, als Info. Scheiße! Mann! Warum macht man das mit mir? Warum macht man das mit mir? Boah, warum geht denn auf einmal so viele Runden? Alarmstufe Rot. Ist das hier das Rotlichtmilieu oder was? Hey, dieser Tiger, ne? Dieser Tiger, der bringt mich noch auf die Palme. Sein Chuckster. Oh Gott, ey. Und tschüss. What the fuck? Er überlebt. Er ist der Tiger von Jiangdong. Er ist Sun Jian. Nice to Warriors Insider. Und stirb Crash. Fick dich da ins Knie! Ich gehe Game Over gegen Tiny Tiger. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ja, man muss echt. Ich werde es taktieren. Ich werde nur noch auf die fucking roten Plattformen achten. Man muss irgendwie da reingelockt werden. Ja, seht ihr, hier ging's. Jetzt geklappt. Okay, Crash. Crash und ich. Achtet auf die roten Plattformen. Es wäre nice. Es wäre empfehlenswert. Es wäre epic. Es wäre super spitzmäßig. Da geht er an, da geht er down und tschüssi. So, ein einziger Treffer. Es wird doch machbar sein. Tiny Tiger ist es nur. Es ist nur der Tiny Tiger. Der winzige Tiger, der eigentlich groß ist. Das Lustige ist ja, dass Tiny wirklich winzig heißt, ne? Oh, ich kann diagonal springen. Ich hab's immer noch nicht geblickt. Aber er geht! Er geht! Und Crash hinterher! Alter! Ich hasse diesen Kampf! Erst habe ich noch abgefeiert den Kampf, aber jetzt! Ich weiß auch, warum wir dann Game Over sind. Weil Crash ja noch seine blöde Pose machen muss. Wenn er runterfällt, kann er ja nicht mehr seine Pose machen, ne? Ich find's so lustig, wie da irgendwelche Wissenschaftler die ganze Zeit in Lüften wieder hochkommen. Die neue Sprache ist geboren. Aha.
So, jetzt mach deine Pose. Warum? Ah, ich dachte schon, er kommt nochmal wieder und tschüss. Crash macht seine Pose. Ist das geil! Ich liebe das Spiel! Ey, ganz im Ernst, ich sag's jetzt offiziell, so viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr beim Let's Play. Das ist mega geil. Das gibt wieder eine Traumwertung. Ich sag's euch, das Let's Play kann schon gar nicht mehr versaut werden, so genial wie das ist. Ich hasse eigentlich Lob, aber es ist wirklich absolut geil. Genauso sollte es sein. Bei Crash war ich, eins war ich manchmal zu schweigsam. Bei Tropical Freeze, Donkey Country Tropical Freeze, habe ich zu oft geraged. Und so ist gerade richtig, finde ich. Ich rage oft, aber sehr im lustigen Sinne und alles. Passt schon. Jetzt sind wir hier irgendwie in der Mine. Nice. Schauen wir uns. Ach, Tiny, du altes Arschloch. Grinst nicht so. Ja, diese Mine, die vierte Welt, die schauen wir uns erst im nächsten Part an. Wie heißt denn das erste Level? Gucken wir kurz, lassen wir uns ein bisschen spoilern. Hanging Out! Yo, hängen wir ein bisschen ab in Hanging Out. Mal schauen. Freunde, ich bedanke mich fürs Anschauen. Falls euch gefallen hat, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Und falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich bin John, schönen Tag, bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.